In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen: Vettels Ausfall beim Russland Grand Prix, Magnussen Strafe und Kündigungen bei Mercedes. Was genau, erfahrt ihr in 9 Sekunden. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Sebastian Vettel ist in der 28. Runde des Russland Grand Prix ausgeschieden. Man vermutete, dass die MGOK defekt wäre, doch schuld war etwas anderes. Die Isolierung im Auto war die Ursache und das Auto musste so schnell wie möglich abgestellt werden. Vettels Bolide stand unter Strom und er durfte auf gar keinen Fall das Auto und den Boden gleichzeitig berühren, da die Gefahr eines Stromschlags bestand, daher sprang er auch vom Boliden. Es ist möglich, dass das Steuergerät der Leistungselektronik kaputt gegangen ist, aber eine Strafe wird es nicht geben, weil Ferrari noch eine hat. Kevin Magnussen bekam gestern kurz vor Rennende eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Dort hatte er, als er mit Sergio Perez um P7 kämpfte, die Strecke nicht korrekt verlassen, da er einen Pfeiler in der Auslaufzone übersehen hatte. Am Ende wurde er 9. Er selbst kann die Strafe überhaupt nicht nachvollziehen, weil er versucht habe, den Pfeiler zu erwischen und anschließend Dreck am Reifen hatte. Seiner Meinung nach sei das Bestrafung genug, weil er den Kampf um P7 verloren hatte. Laut Magnussen wäre es besser, dort ein Kiesbett hinzubauen. In Brackley, wo Mercedes sein Hauptwerk hat, sind 4 Mitarbeiter gefeuert worden und 3 werden disziplinarisch bestraft. Grund: Sie hatten angeblich rassistische Äußerungen gegenüber einem Mitarbeiter getätigt, der sich im Ramadan befand. Zeitpunkt war der 2. August. Kommen wir zu Mikes Meinung. Der Ausfall von Vettel ist natürlich ärgerlich, da er gut im Rennen war. Zu Magnussen kann ich nur sagen, dass Regeln nun mal da sind, um sie einzuhalten. Wenn man einen Pfeiler übersieht, muss man mit Konsequenzen rechnen. In dem Fall 5 Sekunden Zeitstrafe. Ich verstehe Mercedes wegen der Kündigungen absolut und distanziere mich auch von jeglicher Art von Rassismus. Wenn ich der Arbeitgeber wäre, hätte ich es genauso gemacht. Rassismus gehört nicht an einen Arbeitsplatz. Und nun ab zum Community-Kommentar. Lukas Vogel hat folgenden Kommentar unter meinem Wiedervereinigungsvideo geschrieben. Also wenn McLaren mit Mercedes-Motor fährt, werden sie endlich um die WM mitfahren. Dann haben wir endlich 4 Top-Teams. Gute Besserung, Mike. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mercedes hat ja ungefähr 40 PS mehr als die Franzosen und das macht schon einiges auf der Strecke aus. Das sind zum Beispiel auf einer Powerstrecke wie Monza mal eben 8 Zehntel, denn 10 PS mehr im Triebwerk bringen 2 Zehntel. Aber Podiumsplätze werden wir von den Briten garantiert sehen. Danke Lukas, ich bin schon so gut wie gesund. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.